Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Uncharted 4, wie es vielleicht schon im Titel gesehen hat. Und ja, ich werde jetzt einmal das komplette Spiel Let's Playen in immer verschieden langen Abschnitten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Ah! Ah! Nathan! Sie holen auf! Ja, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Okay, also wie es aussieht, sind wir gerade auf der Flucht vor dem... Halte Kurs auf die Insel! Und ich halte sie auf! Jetzt müssen wir Kurs auf die Insel nehmen. Ich drehe meine Kamera. Okay. Sam, halte sie auf! Ihre Boote sind kleiner! Rammen sie! Aber! Ich bin voll auf den Kopf. Einen erwischt, okay. Und steigen wir jetzt mal auf. Im Ozean. So, Nate. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hoch. Wir müssen schnell wieder zu Sam aus das Schiff. Sam! Schnell, Sam! Okay. Er hat es anscheinend überlebt. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Komm schon. So, jetzt haben wir es. Es war um einiges leichter, aber sonst würde ich solche Missionen nicht schaffen. Oh oh. Okay, dann in den Laden gehen wir noch. Und ich sag mal, wir machen funktioniert? Okay, dann fahren wir jetzt weiter. So. Direkt zur Insel. Ist da. Dann fahren wir da jetzt mal hin. Ich kann fast nichts sehen. Halt zu uns vom Leib. Ich will zu mein. Wow, 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 wow. Nee, schnell. Wow. Das war jetzt knapp, das war knapp, das war knapp. Okay, dann fahren wir das durch. Ach du Scheiße. Nein. Was ist jetzt passiert? Nathan?
Okay, Nonne. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Okay, also fassen wir mal zusammen. Kapitel 1. Die Verlockung des Abenteuers. Okay. Also wie es aussieht, sind wir gerade Nathan in früheren Zeiten als Kind im Weißen Haus. Und hoch und rüber. Und haben gerade irgendwie eine Strafe bekommen. Deswegen sitzen wir jetzt im Weißen Haus fest. Aber Sam hat uns gerade zu sich gerufen und ich denke jetzt mal zu, dann müssen wir jetzt zu ihm gehen. So, da hoppeln wir mal darüber. So, fallen. So. Dann noch ein Schild. Okay, dann müssen wir jetzt hier rein. Okay. Still und leise. So. Dann müssen wir uns aus dem Meisterhaus jetzt stehlen. Oh, oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Okay. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht. Also, die Nonne will Gute Nacht, uns loswerden. Also, das kann man nicht auf uns sitzen lassen. Das finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Verdammt. Okay, das war jetzt nicht so geil. Ich muss zu dem Fenster. Okay, die Nonne geht zum Fenster. Jetzt hab ich dich endlich, Nonne. Mann, Mann, Mann. Ich möchte durch das Fenster. Als ob der jetzt eine raucht. Na gut. Nonne, guck weg. So. Okay, sie hat uns nicht gesehen. Gehen wir da noch einmal um die Ecke. Schwester Catherine? Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Okay.
Gut, da wäre jetzt unsere Gelegenheit, durchs Fenster zu gehen. Warten wir noch, bis sie außer Reichweite ist, bis sie draußen ist. So, und jetzt schnell. So. Und da ist er auch schon, Sam. Unser Bruder. So. Klettern wir da mal rüber. Bis jetzt 10 Meter hoch. Sam, warte. Ah. Okay. Links oder rechts? Links. Rechts. Mehr. Sorry. So, jetzt gehen wir da lang. Hast geschafft. Ah, und wir sind von diesem Rohr auf. Auf geht's. Wow. So, Dele, sind wir oben. Wo ist das? Okay, das ist eine Taschenlampe. Du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Okay, dann folgen wir mal. Guter Sprung. Oh ne, da komme ich hin. Komm, hier. So. Sam hilft uns hoch. Okay, anscheinend möchte uns Sam etwas Besonderes zeigen oder uns etwas schenken. Ist aber außerhalb des Weißen Hauses ist. Und da müssen wir jetzt hingehen. Sam, warte auf uns. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Okay, da gehen wir da hoch. Rüber. Oh. Das war knapp. Hier lang. Springen wir übers Geländer. Okay, wir sind gleich da. Wow. Das war leicht. So, damit folgen wir dir. Tür abgeschlossen. Kein Türkeil. Doch schon. Okay. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Okay, dann gehen wir ihm nach. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Okay, dann klettern wir jetzt das Seil hoch, so. Ich bin gespannt, was Sam uns zeigen will. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Bist du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Proben, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Okay, dann nehmen wir jetzt Anlauf. So. Lauf, lauf, Nathan, spring! Hab dich! Wow. Siehst du? Kein Problem. Wir haben's geschafft. Echt kein Ding. Bleib bei mir.
Okay, dann folgen wir jetzt Sam. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Okay. Auf geht's, Nathan. Haben wir einen Sprung. Okay. Die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Auf geht's. Ja. Okay, weiter. Wow. Auf geht's, Sam. Komm mit. Wo jetzt lang? Da nicht. Ach so, wir müssen da rüber hüpfen. Lass mal kurz mal sehen, auf den Kugel gerupft, du. Hey, den Turm hoch, los! So hoch kann ich nicht springen. Geh hier einfach in die Ecke. So, geschafft. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Wow. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Okay. Warte hier und schau mir zu. Okay, akrobatisch. Jetzt müssen wir akrobatisch werden. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, so. Nate. Okay, mach nur. Lass dich hier nachdenken. Oh Mist! Gerade noch so gefangen. Danke, Sam. Danke. Geschafft. Ja. Natürlich. Okay, folgen wir ihm weiter. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Folge mir. So ein schwieriger Weg, um da rauszukommen, also. Da muss echt was drin sein. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Okay, danke, Sam. Echt? Dann probieren wir das ja, mal. Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Wow. Okay. Jetzt runter. So, jetzt gerade runter. Wow. Und wir sind draußen. Genau so. Klasse. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Wow. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Okay. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay. Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste.
Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Nanos. Esto va a ser divertido. Okay, also. Déjalo sin dientes. No puedes conmigo. Machen wir mal Pause. So, wir fassen es mal zusammen. Also, Sam hat uns sein Motorrad gezeigt. Eine nette Überraschung. Anscheinend ein sehr besonderes Modell. Und aber auch gleichzeitig verraten, dass er für einen Job für eine längere Zeit, also ein Jahr, weg von Nathan muss. Und deshalb meint Nathan, Sam lässt ihn im Stich. Dann erinnert sich Nathan an eine andere Geschichte, in der er älter ist und zwar im Gefängnis sitzt und sich gerade mit jemandem prügelt. Also würde ich sagen, da fangen wir dann in der nächsten Folge wieder an und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.